Hallo, herzlich willkommen hier im Löwenzahn Fanclub. Schön, dass du wieder da bist. Ja, ich bin gerade dabei, habe gerade gestaunt bei mir auf der Webseite löwenzahnfanclub.de, kennt ihr ja alle. Tja, da fehlt was. Warum auch immer. Oder es fehlt was in der Übersicht, aber ich glaube, es fehlt. Ja, so ist das. Wenn man eine größere Seite hat, dann kann es schon mal sein, dass wenn man einen Umzug macht, dass etwas verloren geht. Sehr komisch. Und zwar die Seite über die Hörspiele, über die Löwenzahn-Hörspiele. Habt ihr auch welche gehabt? Ja? Na, ich habe ja hier ein paar und dann möchte ich euch mal was vorstellen. Für die, die keine Löwenzahn-Hörspiele hatten, derzeit gibt es ja der Viererpack von den Fritz-Fuchs-Abenteuern. Ja, einige, leider wenige Hörspielabenteuer von Fritz Fuchs. Und ich bin eigentlich dafür, dass es sollten wieder mehr werden. Die gab es. Und davor gab es aber auch schon welche von Peter. Und angefangen hat alles irgendwann mal mit Lieder und Geschichten über Löwenzahn. Das war noch eine Misch-CD. Und zwar gab es dort Lieder von Löwenzahn und dazwischen eine Erzählung von Peter. Also eine Hörspiel-CD mit Musik. Und somit hat es eigentlich angefangen. Das war das erste Hörspiel von Löwenzahn. Und dann gab es die Hörspiele hier. Die sahen denn so aus? Moment, wo sieht man es am besten hier? So sahen die aus. Ne? Gezeichnet mit einer Zeichnung vorne drauf. Löwenzahn, Peter. Wunderbar. Ne? Hinten auch. Schöne Zeichnung. Ganze Illustration von Klaus Fischer und Hörspielmanuskript von Daniel Fußstätter, Hörspielbearbeitung, Regie Hans-Joachim Herwald, Produktion Rabbit Studios in Berlin. Und das waren, anders als berichtet wird, ich habe es bei YouTube gelesen in den Kommentaren oder auch in Hörspielforen, dass das, ja, das sind ja nur die Tonspuren der Folgen. Hier wäre das dann Peters Expedition zum Mond. Und ja, das wäre ja nichts Besonderes und bla bla. Das stimmt nicht. Das stimmt gar nicht, denn die Hörspiele wurden komplett neu aufgenommen. Sie unterscheiden sich auch von den Folgen. Nicht immer, aber es gibt diverse Unterschiede. Hier zum Beispiel Peter und die Wunderlampe. Da geht es ja darum, dass Tante Elli Geburtstag hat und er will ihr ja was schenken und sie steht ja so auf Tinnef, so auf, es muss glitzern und so ein Kram. Und dann sucht er halt nach was Metallisches. Ne? Und hier geht es um Tante Minchen, da ist Tante Elli in der Folge. Die wird leider in der Hörspielfolge nicht erwähnt. Es gibt immer so kleine Änderungen und es gibt kleine oder größere Änderungen. Und das sind alles Neuaufnahmen im Hörspielstudio. Also nicht die Tonspuren der Folgen, sondern Neuaufnahmen. Also hier gab es, so fing es mal an, mit der Zeichnung von Herrn Fischer, Peter, ne, auch hier drin. Sieht man schön das Innere des Bauwagens. Dann halt die grüne CD mit dem gelben Logo. Ups. Und da fällt es runter. Und hier drin haben wir denn das. Ne? So waren die. Da gab es halt noch Peter auf Schatzsuche, Peters Piratensender. So war das. Und sp etwas später hat man das dann geändert. Ich glaube, nach dem Tod von Herrn Fischer gab es denn, so ist am besten, gab es denn Fotos aus den Folgen. Ja. Keine Zeichnung mehr. Und also keine Zeichnung stimmt nicht. Hier in der CD-Hülle haben wir dann auch noch hier die Hülle. Ja. Hier ist natürlich noch eine Zeichnung, aber das Layout hat sich komplett geändert. Ja, jetzt nicht mehr weiß, sondern komplett grün. Und was steht denn hier? Peter Lustig,
Ja. Steht denn hier irgendwas, wer das hier gestaltet hat? Illustration: Janine Bayer. Coverfoto: Christiane Pausch. Viele liebe Grüße an Christiane. Na klar, das Hörspielmanuskript: Kai Rönau und die Hörspielbearbeitung. Da hören wir es wieder von Thorsten Warnecke. Ja, das heißt, Kai Rönau hat die Folge geschrieben und dann wurde daraus ein Hörspiel gemacht. Ja, so sah das aus und die. Das Inlay zeigte auch die bisher erschienenen Folgen. Nicht mit dem Bauwagen. Na, es ist erschienen Peter auf Schatzsuche, Peters Piratensender, Peter und der Tanz der Vampire, Peters Expedition zum Mond. Dann Peter und die Müllwichtel, Peter kauft eine Eisenbahn, Peter und der Schatz der alten Römer und Peter das Biest vom Bärensee. Und Peter und die Wunderlampe. So, dann gab es einige Jahre keine Hörspiel-CDs, dann gab es Fritz Fuchs und ich habe mich sehr gefreut, als es endlich hieß, es gibt neue Hörspiele von Löwenzahn. Und da haben wir mal eins hier als Beispiel. Und das sind die. Die sahen dann so aus. Passend zum neuen Layout. Es gab ja mit Fritz Fuchs auch eine komplette Umstellung des ganzen Löwenzahn-Layouts. Ne? Das ist da gab es eine Festschreibung, wie was auszusehen hat. Deswegen auch die Farben und so, das war alles festgeschrieben und die Logos. Deswegen sahen alle Produkte gleich einheitlich aus. Ja. Corporate Identity heißt das, glaube ich. Ja, Geheimaktion auf der Baustelle. Ein spannendes, nee, das spannende Hörspiel zur TV-Serie. Hier bei diesen Hörspielen war das wirklich so, dass die Tonspuren von den Folgen genommen wurden. Das heißt, nicht, das Hörspiel wurde nicht komplett neu bearbeitet, sondern es gab die Hörspielton, den Quatsch, den Folgenton und dann wurde ein Erzähler da hinzugefügt. Das hat Guido selbst gesprochen und ich finde, das ist sehr gut gelungen. Es gibt auch immer ein Quiz und die Kekskiste mit einem Quiz dazu und so ein Lied gibt es, glaube ich, auch noch. Finde ich sehr gut gemacht. Lehnt sich auch an die Original, also an die Originalhörspiele, klingt immer doof, an die alten Hörspiele mit Peter an. Da gab es ja auch mal ein Quiz und so, damit man das Gehörte auch behalten kann. Finde ich sehr schön gemacht. Und auch hier das Inlay. Etwas, ja, etwas lieblos gestaltet, finde ich. Ja, die Zeichnungen sind, mal gucken, steht das hier? Das ist schön. Illustration: Gerhard Schlegel, Christoph Tillmann. Also, Gerhard Schlegel hat anscheinend das Cover zusammengestellt. Und weil alle Zeichnungen, die hier drauf sind, vom Logo, von hier, das stammt von Herrn Tillmann. Das ist nämlich derjenige, der zum Start auch den Bauwagen entworfen hat. Und ui. Das habe ich auch noch nicht gesehen. Normalerweise, muss ich gerade mal bei den anderen gucken. Ich weiß gerade nicht, habe ich gerade nicht zur Hand. Normalerweise ist hier auf der CD ein Keks drauf, aber in farbig gedruckt. Aber wenn ich jetzt hier, ich habe die CD, ich habe sie mir mal jetzt alle nochmal zusammengekauft. Ich glaube, ich habe alle, ich bin mir nicht sicher. Und normalerweise war ich mir sicher, dass der in farbig gedruckt da drauf ist und nicht so in grau. Das sieht ja komisch aus. Das muss ich ja mal, wenn ihr auch die CD habt, schaut doch mal nach. Ist bei euch der Keks farbig oder ist der auch so schwarz-weiß? Das sieht komisch aus. Ja, also hier haben wir die CD nochmal. Nochmal ganz genau gucken. So. Und. Moment. War noch nie draußen, die CD. Und hier haben wir den Bauwagen. Schön gezeichnet von Christoph Tillmann. Sehr schön. Und die Rückseite, da sehen wir auch nochmal Fritz und Keks und worum es geht. So. Weitere Teile sind erschienen. Abenteuer im Feuerland, das Heulen der Wölfe, der Turm der Vampire, ein Dino im Garten und Gas unter Druck.
Genau. Und dann gibt es auch eine Box mit 4 Abenteuern. Und dann gab es als Box, kann man die auch, man kann die auch digital kaufen bei Amazon Music oder bei, ich glaube, Audible sind die auch verfügbar. Ich bin mir jetzt nicht sicher, sie waren, glaube ich, verfügbar. Jo, leider gibt es keine Teile mehr. Finde ich etwas schade, weil ich fand die sehr interessant. Ich fand die gut gemacht. Das Letzte, was rausgekommen ist, ja, auch von Karussell, genau, ist ja Universal, war diese hier. Moment, das ist ja wieder eine Hybrid-CD sozusagen. Ach man, das blendet hier so. Meine ist hier etwas ramponiert. Mal gucken, ob man das jetzt so besser sieht. No. Löwenzahn, Fritz Fuchs, tierische Liederkiste. Songs und Geschichten, das musikalische Hörspiel zur TV-Serie. Sehr schön, kann ich jedem empfehlen. Wer Fritz Fuchs-Fan ist, kann ich die empfehlen, weil da sind tolle Lieder dabei. Leider fehlen so mir so ein paar. Denn es gibt zwei, drei Lieder, die eigentlich richtig Stimmungslieder sind, die fehlen hier. So, was haben wir denn da? Kaugummi fehlt, glaube ich, auch. Braucht der, ne? Hoch mit dem Puschel ist hier drauf. Dann Eier, Eier, yeah. Das ist aus der Eierfolge Plitsch, Platsch. So ein Quatsch. Frösche, genau. Aus der Folge Frösche. Dann haben wir Ich habe eine kleine Schabe aus der zweiten Folge. Wo Fritz Fuchs eine Fauchschabe in seinem Bauwagen findet. Und dann haben wir drauf, was war da? Inge, die Ringelnatter, mein kleines Vierhorn aus dem Ein Dino im Garten. Dann da im Bauch der Drachenhöhle aus Höhlenexpedition Drachenzahn. Valerie von Splitterstein. Das ist übrigens eine Valerie von Splitterstein, gab es schon mal bei Peter, bei Tanz der Vampire. Ist dasselbe Lied. Bloß anders aufgemacht. Finde ich interessant. Dann Lamas geben nie auf, aus der Folge eine folgenreiche Verwechslung. Nana Nagekäferkinder, aus der Folge ein Baum für das Bütchen. Nee, auf dem Bütchen, ja stimmt. Wo der große Baum beim Bütchen umgefallen ist und das Bütchen zerstört hat. Übrigens, das war ja wirklich so. Also die haben ja das Bütchen. Das, was heute genommen wird, komplett neu gemacht, weil das alte Bütchen oder diese, das sind ja immer Teile, aus denen das Bütchen gebaut wird, das war schon ja, nicht mehr so doll, musste also ersetzt werden und dann haben sie gleich die Folge gedreht. So hat es gepasst. Weil das neue Bütchen ist eigentlich viel schöner. Was meint ihr? Ist euch der Unterschied aufgefallen? Schreibt es mir mal in die Kommentare, bitte. So, was haben wir noch? Dann haben wir Ein Geheimnis auf 4 Pfoten aus Das Heulen der Wölfe. Dann haben wir Schimmi, der Schimmelpunk aus Schimmelpelziger Besuch. Auch eine tolle Folge, finde ich. Schoko Schokolade, was wäre die Welt ohne? Ja, und dann ist es so, dass halt zwischen den oder vor den Liedern gibt es immer eine Geschichte, ein Teil einer Geschichte. Und dann gibt es das Lied dazu. Und das finde ich sehr schön gemacht. Wer die Löwenzahnlieder mag, und dann können die Kinder das mitsingen. Was ich schön finden würde, wenn es hier einen Link gegeben hätte und die Kinder konnten sich dann die Liedtexte runterladen. Wir haben ja bei uns auf der Webseite einige Liedtexte. Also wer die CD hat und gerne mit seinen Kindern mitsingen möchte, der meldet sich. Der guckt einfach mal auf die Webseite. Wenn nicht, schreibt mich mal an. Vielleicht kann ich euch die Liedtexte besorgen. Ne? Nicht zu allem habe ich nicht, aber ich gebe mir Mühe und dann, wenn was fehlt, vielleicht kriegen wir es hin. Ja, das war Lieder. Wie gesagt, meine CD-Hülle ist etwas kaputt. So, dann haben wir hier wieder den Bauwagen. Wo sieht man es am besten? So, diesmal ganz in Rot. Und die Rückseite mit Fritz und Keks. Eigentlich, ja. Exakt dasselbe. Das ist eine Sache, so schön ich dieses Corporate Identity mag, dass das alles gleich aussieht, also dass man gleich erkennt, okay, das ist eine Marke, deswegen wird da mal drauf geachtet.
So schön ich das finde. Aber mir ist es sehr stark aufgefallen. Ich meine, es gab es vorher bei Peter auch schon, dass Lizenzprodukte, die kriegen ja dann das Recht auf eine gewisse Bilderauswahl. Aber bei Fritz ist mir das sehr stark aufgefallen. Die Produkte, die es dann gab, die hatten alle dieselben Bilder. Aber wirklich exakt dieselben Bilder über viele, viele Jahre. Und das waren, glaube ich, also gefühlt, entweder haben die alle nur dieselben 5 Bilder genommen. Vielleicht war das die günstigste Lizenzvariante. Ich kenne mich da nicht aus. Also bitte nicht böse sein, wenn das nicht ganz richtig ist. Aber mein Eindruck war, alle Firmen, die da was machen wollten oder was gemacht haben, haben diese 5 Bilder von Fritz bekommen. Und dann gab es dann Produkte, überall war dasselbe Bild drauf. Also dieselben 4, 5 Bilder von Fritz, von Keks. Und eigentlich über die Jahre hinweg, das hat der Keks gewechselt. Und dann hast du ein neues Produkt gehabt. Also ganz schlimm fällt es ja auf beim Löwenzahn-Magazin. Viele liebe Grüße an den Verlag, aber bitte, bitte, nimmt mal ein bisschen Geld in die Hand und kauft neue Fotos. Weil Fritz hat sich so sehr verändert in den Jahren jetzt. Er ist auch älter geworden, was gar nicht schlecht ist, aber jetzt noch, wenn ich jetzt ab und zu mal, ich kaufe mir das Heft selten, aber wenn ich dann mal schaue, was gibt es gerade Neues im Zeitschriftenhandel und dann stolper ich über das Löwenzahn-Magazin und ich blätter dann durch und finde dann 2 Bilder im ganzen Heft von Löwenzahn und das sind Bilder, die sind schon so alt, das muss doch nicht sein. Also ich bin der Meinung, da kann man doch mal neue Fotos nehmen, weil ich finde, Guido hat sich sehr, sehr, also nicht zum Schlechten verändert. Man wird älter. Ich bin auch älter geworden und dicker geworden. Wenn man mal Fotos anguckt von, was sind die, 2004, als ich angefangen habe, da war ich auch noch schlank. Rank und schlank. Und ich sehe jetzt auch anders aus. Aber bei ihm ist es ja so, ja, mit den, die Fotos wurden gemacht 2005 und dann, ja, das war's dann. Und wenn man heutzutage, ich meine, jetzt haben wir 2021, wenn man noch alte Fotos sieht, das ist einfach ein anderer Fritz Fuchs, finde ich. Bin ich der Meinung. Was haltet ihr davon? Und hier ist es genauso. Es ist ja schön und gut, dass das Logo muss gleich sein und so, aber ich finde das immer sehr langweilig. Da kann man doch auch mal ein anderes Foto. Ich meine, es sah sowieso aus, als wenn es ist die letzte Veröffentlichung. Da machen wir jetzt eine Lieder-CD draus. Universal, wenn ihr mir zuhört, ich fand die CD toll und ich finde auch die Hörspiele toll und ich würde mich sehr freuen, wenn es da neue geben würde. Schreibt mir doch mal in die Kommentare oder bei Instagram oder Facebook, ob ihr auch noch Hörspiele von Löwenzahn haben wollen würdet. Schreibt es doch mal. Ja. So. Und dann haben wir hier noch was rumstehen. Das wollte ich euch auch mal zeigen. Und zwar, das ist etwas ganz Besonderes. Und zwar aus dem Nachlass von Peter. Nochmal vielen lieben Dank und viele liebe Grüße an Astrid. Ja, ich halte es in Ehren. Und zwar, Peter hatte, ich weiß gar nicht, wann das war, mal einen Pilotfilm gemacht für eine Verkehrssendung, die geplant war, für den, ich glaube, Bayerischen Rundfunk. Schwein gehabt hieß das. Das war, ihr kennt sicher alle lieben Löwenzahn, die Knetanimation von Trick 17 zum 25. Geburtstag der Sendung Löwenzahn. Und so in der Art, also Knetanimation, gab es, sollte eigentlich eine Reihe werden von kurzen Filmchen mit Peter als Knetfigur animiert, immer zum Thema Verkehr, damit die Kinder was über den Verkehr lernen. Und so wurde ein Pilotfilm gemacht und den kann man auch im Internet noch angucken. Schaut mal einfach Schwein gehabt, Peter Lustig, dann findet ihr den. Wenn nicht, schreibt mich an. Und ja, da gab es auch dieses Schwein. Ja. Und dieses Schwein, das hat Peter dann zu seinem 70. Geburtstag bekommen. Eine Statue mit dem Schwein von Trick 17. Seither steht es bei mir
Jetzt wollte ich das mal zeigen. Steht es auch mal drauf, das kann man es schwer lesen. 70 Jahre Peter Lustig, Schwein gehabt. Made by Katrin Wesel oder Wessel. Das sollte ja eigentlich mit Teil der Peter Lustig Ausstellung werden, die ich eigentlich für 2020 geplant hatte. Ich wollte hier in Berlin eine kleine Ausstellung machen zu Peters Arbeiten abseits von Löwenzahn. Also sein Leben oder seine Arbeiten. Klar, Peter Lustig ist Löwenzahn, kennen wir alle. Aber was die wenigsten kennen, ist seine weiteren Arbeiten. Und darüber wollte ich eine kleine Ausstellung hier machen mit den Löwenzahn-Latzhosen, mit den Latzhosen von Peter und halt so ein Sachen. Und vielleicht, ich drücke die Daumen, ich hoffe, euch allen geht es gut da draußen. Vielleicht klappt es ja dieses Jahr oder nächstes Jahr. Ich werde es mal schauen. Ne? Würde mich freuen, wenn ich euch dann wiedersehe. Ansonsten, habt ihr denn schon gesehen? Habt ihr gesehen die Folge Seifenkiste? Die letzte neue Folge? Ja, habt ihr sie gesehen? Ich gucke sie ja meistens online, weil 8 Uhr oder so, 8.35 Uhr, das schaffe ich nicht. Ich bin kein Morgenmensch, also habe ich sie mir auf ZDF online, ZDF TV online oder wie auch immer die Seite heißt, habe ich sie mir angeguckt, finde ich auch mal ganz toll. Ich habe sie auch bei uns auf der Webseite verlinkt, dass ihr sie dort angucken könnt. Ganz toller Service vom ZDF, viele liebe Grüße. Und ja, eine tolle Folge mit Fritz. Ich frage mich bloß so langsam, meine Güte, was hat Fritz nicht gemacht? Also er kann Schlagzeug spielen, er kann Akkordeon spielen, er war da in der Band, er hat mit Schrotti irgendwas gemacht, dann hat er, der ist ja eigentlich als Kind nur unterwegs gewesen. Habe ich so das Gefühl. Seifenkisten, Weltmeisterschaften hat er gemacht. Sehr interessant. Ja. Das finde ich, ich fand die Folge sehr informativ. Ich war als Kind habe nie eine Seifenkiste gehabt. Ich hatte mal einen Go-Kart, so ein Cat-Car hieß das Ding. Genau, Cat-Car, aber Seifenkiste kannte ich, also vom Hören sagen. Und ich fand das immer, ich wollte mir immer gerne eine bauen. Aber bei mir in der Familie war keiner, der irgendwie handwerklich wirklich was gemacht hat. Und meine Mütter, ja, die waren handwerklich gar nicht begabt. Aber ich habe davon immer gehört und gelesen, bei der Mickey Maus war das und so eine Sachen. Ich wollte unbedingt mal eine Seifenkiste fahren. Ja, da hat mir natürlich diese Folge sehr gut gefallen. Mit Fritz Fuchs alten Rivalen sozusagen, der ja wirklich auf die Kacke haut. Und bei Jasmin, oh, was für ein Schleimer, oder? Ja, aber da fand ich, ich denke mal, das war geschuldet der allgemeinen Lage hier. Ich hätte es schön gefunden, wenn Oma Fuchs ihm dieses Andenken aus seiner Seifenkistenzeit vorbeigebracht hätte. Ja, das ist wahrscheinlich nicht möglich. Ich weiß auch nicht, ob Oma Fuchs, also die Darstellerin, überhaupt noch aktiv ist. Ich hoffe es mal. Ich mochte sie sehr gerne. Und sende auch viele liebe Grüße dorthin. Ja, aber so war es nun mal. Ich fand es ein bisschen lustig. Er sucht natürlich irgendwas anderes und findet gerade in dem Moment natürlich diesen Koffer mit seinen Sachen. Gut, der Bauwagen ist jetzt nicht so groß. Ich frage mich sowieso, wo er immer seine ganzen Sachen hinpackt, weil wirklich Schränke hat er ja nicht. Was meint ihr? Jo. Also, das fand ich interessant. Mit Oma Fuchs wäre es natürlich noch schöner gewesen. Und ich hoffe, sie kommt nächstes Jahr oder dieses Jahr, vielleicht Ende des Jahres, in den Folgen mal wieder vor. Denn ich finde es schön, wenn Fritz eine Geschichte hat, eine Familie hat. Nicht nur Suse. Suse ist auch toll. Aber halt noch ein bisschen mehr. Und vielleicht eine Backstory bekommt. Das interessiert mich ja am meisten. Denn ich schreibe ja an Eulenbande. Mein Fan-Hörspiel zur Kindheit von Fritz Fuchs. Und da sind so eine Sachen natürlich immer sehr interessant, wenn wir erfahren, was er denn so gemacht hat in seiner Kindheit. Ja, also Seifenkistenrennen und ja, eine sehr informative Folge, auch das,
Warum das Ding überhaupt eine Seifenkiste hieß, das wusste ich auch nicht. Ich konnte es mir vielleicht denken, aber so richtig wusste ich es nicht. Und ein bisschen schade finde ich ja, diese heutigen Sachen, natürlich ist das alles genormt und die sehen alle gleich aus und oh, da finde ich, es gibt nämlich, habe ich recherchiert, so auch noch richtige Rennen hier in Berlin, also wenn man dann wieder darf. Es gab bisher. Und dann gab es aber auch so eine Fun-Rennen, so Spaß an der Freude, wo man auch, da ging es nicht um die Schnelligkeit, sondern es ging um witzige Kisten. Genauso wie dieses, wo man so Fluggeräte baut aus verschiedenen Sachen, die sollen einfach lustig aussehen und dann über eine Rampe in einen See fährt. So eine ähnliche Sache gab es auch beim Seifenkistenrennen. Also da haben sie dann zugelassen, dass die müssen nicht alle genormt und windschnittig sein, sondern da sollte man einfach seiner Fantasie freien Lauf lassen und irgendein lustiges Gerät zusammenbauen. Und dann wurde einfach, ging es darum, wer sieht am schönsten aus, dann gab es auch eine Wertung von. Und das finde ich viel interessanter. Also klar gibt's tolle Seifenkisten und Leute, die das ergonomisch oder, keine Ahnung, windschnittig bauen. Und damit super, das ist aber schon wieder, das ist mir schon zu viel Ernsthaftigkeit. Wer das machen will, soll es machen, alles toll. Aber für mich persönlich, ich bin immer so ein Kreativer und ich finde es eher schöner, wenn man dann, wenn die nicht alle gleich aussehen, sondern oh, der eine baut es so und der andere so. Und das finde ich interessanter. Ne? Jo, also Seifenkisten kann ich sehr empfehlen. Die Folge hat mir sehr gut gefallen. Und ich war etwas verwirrt. Jetzt stand hier Archäologie. Lebten einmal Wikinger in Bärstadt vorab. Und vorab heißt für mich eigentlich immer, okay, das ist eine neue Folge, die kann man jetzt vorab sehen. Ja, nein, jetzt. Hä, wer? Wikinger in Bärstadt, war doch mal was. Archäologie, das kommt mir noch bekannt vor. Jetzt dachte ich, okay, sie haben das Thema nochmal neu aufgegriffen. Hätte ja auch gepasst mit der Angstfolge. Angst? Hieß das Angst? Ich glaube. Moment. Muss ich gleich mal nachschauen. Spinne, Echsen, Papier, Graffiti. Wo ist es? Schlüssel. Lampenfieber. Lux. Lux lief mal wieder. Habt ihr mich gesehen? Habt ihr die Folge Lux gesehen? Und habt ihr mich gesehen am Kiosk demonstrieren? Nein, nein, nein. Nein. Das war so... Oh. Glaubt ihr, mir ist was Besseres eingefallen? Nein. Heutzutage, wenn ich es sehe, denke ich mir, ey, hättest du was anderes gesagt. Aber naja, so ist das. War ja auch Gruseln, hieß die Folge. Gänsehaut garantiert. Die Folge hat mir nicht so gut gefallen, obwohl ich das Zusammenspiel von Herrn Klute und Fritz sehr mochte. Aber ich mochte nicht die Platzwarten. Das mochte ich nicht. Also wer die Folge noch hier guckt, ich will nicht spoilern, dann guckt euch die an. Okay, aber für mich war schon nach den, also wo Fritz sie getroffen hat, war mir schon klar, worum es geht, also wo wir hinwollen. Und das war unnötig. Ich finde, man hätte einfach weniger reden sollen und sie hätte weniger erzählen sollen und dann wäre das nicht so klar gewesen. Aber da man mit der Nase drauf gestuckt wird, von wegen, ja, ich möchte es nicht genau sagen. Für die Leute, die es noch nicht gesehen haben. Ah, ja. Also Gruseln war das, ja. Und da hätte es gepasst, jetzt Archäologie, dass sie das Thema nochmal aufgreifen, weil sie ja erzählt hat von wegen Wikinger und ihr Urgroßvater und so eine Sachen. Aber ich habe mich gewundert und dann guckte ich nach und dachte mir, ach nein, das ist also die nächste Folge, die im ZDF läuft, die jetzt nochmal online zu sehen ist. Vorab. Die war ja vorab schon zu sehen. Ja, gut. Das war soweit zu der neuen Folge. Wie hat es euch gefallen? Schreibt es mir in die Kommentare oder per Facebook eine Nachricht. Ich würde mich freuen, von euch zu hören. Wie gesagt, ich fand es ganz toll. Also Seifenkisten hat mir richtig gut gefallen. Auch der Gegenspieler, den fand ich gut. Und das Zusammenspiel mit Yasemin. Ich finde es ja sowieso gut, wenn sie dabei ist. Das lockert das Ganze ziemlich auf.
Und jetzt haben wir den 21. Das heißt, die nächste neue Folge kommt am 7.2. und heißt Tarnung, das Phantom im Wald. Da bin ich immer gespannt. Eine Waldfolge wieder. Tarnung, das Phantom im Wald. Vielleicht geht es um Eulen. Weil Phantom im Wald. Eulen können sich gut tarnen. Vielleicht. Ich habe noch nicht gelesen, worum es geht. Ich lasse mich immer gerne überraschen und lese dann später, worum es, also den eigentlichen Text. Und ich bin gespannt. Danach gibt es dann am 14.02. wieder eine neue Folge Mäuse, heimlicher Besuch. Da wird wohl heimlicher Besuch. Es wird wahrscheinlich nicht im Bauwagen sein. Vielleicht ist David Paschulke ja dabei und bei dem sind Mäuse im Haus. Mal schauen. Also weil sonst würde ja stehen heimlicher Besuch im Bauwagen, würde ich sagen. Ich glaube nicht, dass die Mäuse im Bauwagen sind. Ich glaube eher, die sind halt bei Paschulke. Vielleicht ist das Haus ist ja jetzt ein Ferienhaus, das ab und zu mal vermietet wird, wie wir wissen. Und ich denke mal, vielleicht ist David da und bei dem sind die Mäuse im Haus. Und er versucht dann, ah, wie kriegt man sie weg? Das wird eben mein Tipp. Ich habe es noch nicht gelesen, ihr könnt es gerne nachlesen. Ist alles schon online, auf diversen Seiten. Ich möchte mich da überraschen lassen. Also, denkt dran, 7.2. nächste neue Folge Tarnung, das Phantom im Wald. Und dann am 14., eine Woche später, Mäuse, heimlicher Besuch. Das Ganze, finde ich lustig, ist im Kika. Nicht im ZDF. Vielleicht gab es da auch noch mal eine Änderung. Ich muss mal gucken. Moment. Das ist ja mit dem TV-Termin so, wir bekommen die zwar vom ZDF, aber derjenige, der das einpflegt, muss ja auch die Zeit dazu haben. Und das war dieses Mal etwas weniger so. So, ah ja, 7.2. genau, im Kika. Schauen wir mal, schauen wir mal, schauen wir mal. Ja, genau. Genau. Also. 14. genau. Also, 7.2. um 11:05 Uhr im Kika. Tarnung. Und dann am 14.2. aber um 8:35 Uhr im ZDF. Achtung, ne? Nicht, dass ihr dann am 7.2. im ZDF einschaltet und dann seht ihr da Internet. Die Jagd im Netz. Da zu der Folge, da muss ich mal beim Studio TV nachhaken. Da gibt es vielleicht etwas, was man berichten könnte. Ich muss mal schauen. Mal gucken. Also zu Internet, es würde passen. Mal schauen. Ich kann noch nichts verraten. Ich muss das erstmal recherchieren. Jo, ich würde mich freuen, wenn ihr uns ein Like da lasst, wenn ihr den Kanal abonniert. Und falls ihr Interesse habt, schaut mal vorbei. Creative Valley gibt ihr bei YouTube ein. Dann findet ihr auch unseren Kanal. Und vielleicht ist das was für euch. Vielleicht ist es auch nichts für euch. Wie ihr wollt, schaut einfach mal rein. Und ich würde mich freuen, wenn ihr mich unterstützen würdet, indem ihr ein Like da lasst, abonnieren. Und die Glocke drücken, dann kriegt ihr immer die neuesten Meldungen für neueste Videos. Ne? Okay, na dann, bis zum nächsten Mal. Ich werde jetzt noch ein bisschen Hörspiel hören. Bis dann. Tschüss, tschüss. Abschalten. Ich drehe noch eine Runde. Tschüss. Oh, herzlich willkommen hier im Löwenzahn Fanclub. Schön, dass du wieder da bist. Ja. Tja, von zu Hause aus. Was unrasiert. Aber naja, das geht ja nun mal. Ja, ich bin gerade dabei, habe gerade gestaunt bei mir auf der Webseite löwenzahnfanclub.de, kennt ihr ja alle. Tja, da fehlt was. Warum auch immer. Oder es fehlt bloß in der Übersicht, aber ich glaube, es fehlt. Ja, so ist das. Wenn man eine größere Seite hat, dann kann es schon mal sein, dass wenn man einen Umzug macht, dass etwas verloren geht. Sehr komisch. Und zwar die Seite über die Hörspiele, über die Löwenzahn-Hörspiele. Habt ihr auch welche gehabt? Ja? Na, ich habe hier ein paar und dann möchte ich euch mal was vorstellen. Für die, die keine Löwenzahn-Hörspiele hatten, derzeit gibt es ja der Viererpack von den Fritz-Fuchs-Abenteuern.
ja, einige, leider wenige Hörspielabenteuer von Fritz Fuchs. Und ich bin eigentlich dafür, dass es sollten wieder mehr werden. Die gab es. Und davor gab es aber auch schon welche von Peter. Und angefangen hat alles irgendwann mal mit Lieder und Geschichten über Löwenzahn. Das war noch eine Musik-CD. Das Lied ist mal das. Nein, das war's nicht. Es waren die Löwenzahn-Lieder und Geschichten. Genau, 2001 erschienen. Die ist genau eine Misch-CD. Und zwar gab es dort Lieder von Löwenzahn und dazwischen eine Erzählung von Peter. Also eine Hörspiel-CD mit Musik. Und somit hat es eigentlich angefangen. Das war das erste Hörspiel von Löwenzahn. Und dann gab es die Hörspiele hier. Erschienen sind sie damals, lass mich schauen. Wo steht's denn? Uhu. Stereo. Na, das ist ja wunderbar. Wo sind sie denn erschienen? Das ist live, das ist Rabbit Studios. Also. Lieder und Geschichten und dann gab es gleichzeitig auch die Hörspiele. Die Lieder und Geschichten kamen früher raus, das mit 2001. Glaube ich, ein Re-Release, weil die gab es schon als LP. Die hatte ich auch mal in meiner Sammlung, aber ein Fan kann da mehr mit anfangen. Ich habe gar keinen Plattenspieler, also habe ich das ihm gegeben. Jo. Und dann gab es die Löwenzahn-Hörspiele. Da gab es ganz verschiedene und angefangen hat es mal. Die sahen denn so aus. Moment, wo sieht man es am besten hier? So sahen die aus. Ne? Gezeichnet mit einer Zeichnung vorne drauf. Löwenzahn, Peter, wunderbar. Ne? Hinten auch, schöne Zeichnung. Ganze Illustration von Klaus Fischer. Und Hörspielmanuskript von Daniel Fußstätter. Hörspielbearbeitung, Regie Hans-Joachim Herwald. Produktion Rabbit Studios in Berlin. Und das waren, anders als berichtet wird, ich habe es bei YouTube gelesen in den Kommentaren. Oder auch in Hörspielforen, dass das, ja, das sind ja nur die Tonspuren der Folgen. Hier wäre das dann Peters Expedition zum Mond. Und ja, das wäre ja nichts Besonderes und bla bla. Das stimmt nicht. Das stimmt gar nicht, denn die Hörspiele wurden komplett neu aufgenommen. Sie unterscheiden sich auch von den Folgen. Nicht immer und. Aber es gibt diverse Unterschiede. Hier zum Beispiel Peter und die Wunderlampe. Da geht es ja darum, dass Tante Elli Geburtstag hat und er will ihr ja was schenken. Und sie steht ja so auf Tinnef, so auf, es muss glitzern und so ein Kram. Und dann sucht er halt nach was Metallisches. Ne? Und hier geht es um Tante Minchen. Da ist Tante Elli in der Folge. Die wird leider in der Hörspielfolge nicht erwähnt. Es gibt immer so kleine Änderungen und es gibt kleine oder größere Änderungen. Und das sind alles Neuaufnahmen im Hörspielstudio. Also nicht die Tonspuren der Folgen, sondern Neuaufnahmen. Also hier gab es, so fing es mal an, mit der Zeichnung von Herrn Fischer. Peter, ne, auch hier drin. Sieht man schön das Innere des Bauwagens. Dann halt die grüne CD mit dem gelben Logo. Ups. Und da fällt es runter. Und hier drin haben wir dann das. Ne? So. Da gab es halt noch Peter auf Schatzsuche, Peters Piratensender. So war das. Und etwas später hat man das denn geändert? Ich glaube, nach dem Tod von Herrn Fischer gab es denn, so ist am besten, gab es denn Fotos aus den Folgen? Ja. Keine Zeichnungen mehr. Und also keine Zeichnung stimmt nicht. Hier in der
CD-Hülle. Haben wir denn auch noch hier die Hülle? Ja. Hier ist natürlich noch eine Zeichnung, aber das Layout hat sich komplett geändert. Ja, jetzt nicht mehr weiß, sondern komplett grün. Und was steht denn hier? Ja. Steht denn hier irgendwas, wer das hier gestaltet hat? Illustration, Janine Bayer. Coverfoto, Christiane Pausch. Viele liebe Grüße an Christiane. Na klar, das Hörspielmanuskript, Kai Rönau und die Hörspielbearbeitung. Da haben wir es wieder von Thorsten Warnecke. Ja, das heißt, Kai Rönau hat die Folge geschrieben und dann wurde daraus ein Hörspiel gemacht. Jo. So sah das aus und das Inlay zeigte auch die bisher erschienenen Folgen. Nicht mit dem Bauwagen. Na, es ist erschienen Peter auf Schatzsuche, Peters Piratensender, Peter und der Tanz der Vampire, Peters Expedition zum Mond. Dann Peter und die Müllwichtel, Peter kauft eine Eisenbahn, Peter und der Schatz der alten Römer und Peter das Biest vom Bärensee. Und Peter und die Wunderlampe. So, dann gab es einige Jahre keine Hörspiel-CDs, dann gab es Fritz Fuchs. Und ich habe mich sehr gefreut, als es endlich hieß, es gibt neue Hörspiele von Löwenzahn. Und da haben wir mal eins hier als Beispiel. Ja, das sind die. Die sahen dann so aus. Passend zum neuen Layout. Es gab ja mit Fritz Fuchs auch eine komplette Umstellung des ganzen Löwenzahn-Layouts. Ne? Das ist, da gab es eine Festschreibung, wie was auszusehen hat. Deswegen auch die Farben und so. Das war alles festgeschrieben und die Logos. Deswegen sahen alle Produkte gleich einheitlich aus. Ja. Corporate Identity heißt das, glaube ich. Ja, Geheimaktion auf der Baustelle. Das spannende Hörspiel zur TV-Serie. Hier bei diesen Hörspielen war das wirklich so, dass die Tonspuren von den Folgen genommen wurden. Das heißt, das Hörspiel wurde nicht komplett neu bearbeitet, sondern es gab den Folgenton und dann wurde ein Erzähler da hinzugefügt. Das hat Guido selbst gesprochen und ich finde, das ist sehr gut gelungen. Es gibt auch immer ein Quiz und die Kekskiste mit einem Quiz dazu und so ein Lied gibt es, glaube ich, auch noch. Finde ich sehr gut gemacht. Lehnt sich auch an die Original-Hörspiele, klingt mal doof, an die alten Hörspiele mit Peter an. Da gab es ja auch mal ein Quiz und so, damit man das Gehörte auch behalten kann. Finde ich sehr schön gemacht. Und auch hier das Inlay. Etwas lieblos gestaltet, finde ich. Ja, die Zeichnungen sind, mal gucken, steht das hier? Das ist schön. Illustration. Gerhard Schlegel, Christoph Tillmann. Also Gerhard Schlegel hat anscheinend das Cover zusammengestellt. Und weil alle Zeichnungen, die hier drauf sind, vom Logo, das stammt von Herrn Tillmann. Das ist nämlich derjenige, der zum Start auch den Bauwagen entworfen hat. Das habe ich auch noch nicht gesehen. Normalerweise, also muss ich gerade mal bei den anderen gucken. Ich weiß gerade nicht, habe ich gerade nicht zur Hand. Normalerweise ist hier auf der CD ein Keks drauf, aber in farbig gedruckt. Also wenn ich jetzt hier, ich habe sie mir mal jetzt alle nochmal zusammengekauft. Ich glaube, ich habe alle, ich bin mir nicht sicher. Und normalerweise war ich mir sicher, dass der in Farbe gedruckt da drauf ist. Und nicht so in Grau. Das sieht ja komisch aus. Das muss ich ja mal. Wenn ihr auch die CD habt, schaut doch mal nach. Ist bei euch der Keks farbig oder ist der auch so schwarz-weiß? Das sieht komisch aus. Ja, also hier haben wir die CD nochmal. Nochmal ganz genau gucken. So. Und. Moment. War noch nie draußen, die CD. Und hier haben wir den Bauwagen. Schön gezeichnet von Christoph Tillmann. Sehr schön, finde ich das. Und
die Rückseite. Da sehen wir auch nochmal Fritz und Keks und worum es geht. So. Weitere Teile sind erschienen. Abenteuer im Feuerland, das Heulen der Wölfe, der Turm der Vampire, ein Dino im Garten und Gas unter Druck. Genau. Und dann gibt es auch eine Box mit 4 Abenteuern. Und dann gab es als Box, man kann die auch digital kaufen. Bei Amazon Music oder bei, ich glaube, Audible sind die auch verfügbar. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Sie waren, glaube ich, verfügbar. Jo, leider gibt es keine Teile mehr. Finde ich etwas schade, weil ich fand die sehr interessant. Ich fand die gut gemacht. Das letzte, was rausgekommen ist, ja, auch von Karussell, genau, das ist ja Universal, war diese hier. Moment, das ist ja wieder eine Hybrid-CD sozusagen. Ach man, das blendet hier so. Meine ist hier etwas ramponiert. So, mal gucken, ob man das jetzt so besser sieht. No. Löwenzahn Fritz Fuchs tierische Liederkiste. Songs und Geschichten, das musikalische Hörspiel zur TV-Serie. Sehr schön, kann ich jedem empfehlen. Wer Fritz Fuchs Fan ist, kann ich die empfehlen, weil da sind tolle Lieder dabei. Leider fehlen so mir so ein paar. Denn es gibt 2-3 Lieder, die eigentlich richtig Stimmungslieder sind, die fehlen hier. So, was haben wir denn da? Kaugummi fehlt, glaube ich, auch. Hoch mit dem Puschel ist hier drauf. Dann Eier, Eier, yeah. Das ist aus der Eierfolge Plitschplatsch, so ein Quatsch. Frösche, genau, aus der Folge Frösche. Dann haben wir Ich habe eine kleine Schabe aus der zweiten Folge. Wo Fritz Fuchs eine Fauchschabe in seinem Bauwagen findet. Und dann haben wir drauf, was war da? Inge, die Ringelnatter. Mein kleines Vierhorn aus dem Ein Dino im Garten. Dann da im Bauch der Drachenhöhle aus Höhlenexpedition Drachenzahn. Valerie von Splitterstein. Das ist übrigens eine Valerie von Splitterstein, gab es schon mal bei Peter, bei Tanz der Vampire. Ist dasselbe Lied. Bloß anders aufgemacht. Finde ich interessant. Dann Lamas geben nie auf, aus der Folge eine folgenreiche Verwechslung. Nana Nagekäferkinder, aus der Folge ein Baum für das Bütchen. Nee, auf dem Bütchen, ja stimmt. Wo der große Baum beim Bütchen umgefallen ist und das Bütchen zerstört hat. Übrigens, das war ja wirklich so. Also die haben ja das Bütchen, das was heute genommen wird, komplett neu gemacht, weil das alte Bütchen oder diese, das sind ja immer Teile, aus denen das Bütchen gebaut wird, das war schon nicht mehr so doll, musste also ersetzt werden und dann haben sie gleich die Folge gedreht, so hat es gepasst. Weil das neue Bütchen ist eigentlich viel schöner. Was meint ihr? Ist euch der Unterschied aufgefallen? Schreibt es mir mal in die Kommentare, bitte. So, was haben wir noch? Dann haben wir Ein Geheimnis auf 4 Pfoten aus Das Heulen der Wölfe. Dann haben wir Schimmi, der Schimmelpunk aus Schimmelpelziger Besuch. Auch eine tolle Folge, finde ich. Schoko Schokolade, was wäre die Welt ohne? Ja, und dann ist es so, dass halt zwischen den oder vor den Liedern gibt es immer eine Geschichte, ein Teil einer Geschichte. Und dann gibt es das Lied dazu. Und das finde ich sehr, sehr schön gemacht. Wer die Löwenzahnlieder mag, und dann können die Kinder das mitsingen. Was ich schön finden würde, wenn es hier einen Link gegeben hätte und die Kinder konnten sich dann die Liedtexte runterladen. Wir haben ja bei uns auf der Webseite einige Liedtexte. Also wer die CD hat und gerne mit seinen Kindern mitsingen möchte, der meldet sich. Der guckt einfach mal auf die Webseite. Wenn nicht, schreibt mich mal an. Vielleicht kann ich euch die Liedtexte besorgen. Ne? Nicht zu allem habe ich nicht, aber ich gebe mir Mühe und dann, wenn was fehlt, vielleicht kriegen wir es hin. Ja, das war Lieder. Wie gesagt, meine CD-Hülle ist etwas kaputt. So, dann haben wir hier wieder den Bauwagen. Wo sieht man es am besten? So, diesmal ein ganz in Rot. Und die Rückseite mit Fritz und Keks. Eigentlich
Ja. Exakt, exakt dasselbe. Das ist eine Sache, so schön ich dieses Corporate Identity mag, dass das alles gleich aussieht, so dass man gleich erkennt, okay, das ist eine Marke, deswegen wird da mal drauf geachtet. So schön ich das finde, aber mir ist es sehr stark aufgefallen. Ich meine, es gab es vorher bei Peter auch schon, dass Lizenzprodukte, die kriegen ja dann das Recht auf eine gewisse Bilderauswahl. Aber bei Fritz ist mir das sehr stark aufgefallen. Die Produkte, die es denn gab, die hatten alle dieselben Bilder, aber wirklich exakt dieselben Bilder über viele, viele Jahre. Und das waren, glaube ich, also gefühlt, entweder haben die alle nur dieselben fünf Bilder genommen, vielleicht war das die günstigste Lizenzvariante. Ich kenne mich da nicht aus, also bitte nicht böse sein, wenn das nicht ganz richtig ist, aber mein Eindruck war, alle Firmen, die da was machen wollten oder was gemacht haben, haben diese fünf Bilder von Fritz bekommen und dann gab es dann Produkte, überall war dasselbe Bild drauf, also dieselben vier, fünf Bilder von Fritz, von Keks. Und eigentlich über die Jahre hinweg, das hat der Keks gewechselt. Und dann hast du ein neues Produkt gehabt. Also ganz schlimm fällt es ja auf beim Löwenzahn-Magazin. Viele liebe Grüße an den Verlag, aber bitte, bitte, nimm mal ein bisschen Geld in die Hand und kauf neue Fotos. Weil Fritz hat sich so sehr verändert in den Jahren jetzt. Er ist auch älter geworden, was gar nicht schlecht ist, aber jetzt noch, wenn ich jetzt ab und zu mal, ich kaufe mir das Heft selten, aber wenn ich dann mal schaue, was gibt es gerade Neues im Zeitschriftenhandel und dann stolper ich über das Löwenzahn-Magazin und ich blätter dann durch und finde dann zwei Bilder im ganzen Heft von Löwenzahn und das sind Bilder, die sind schon so alt, das muss doch nicht sein. Also ich bin der Meinung, da kann man doch mal neue Fotos nehmen, weil ich finde, Guido hat sich sehr, sehr, also nicht zum Schlechten verändert. Man wird älter. Ich bin auch älter geworden und dicker geworden. Wenn man mal Fotos anguckt von, was weiß ich, 2004, als ich angefangen habe, da war ich auch noch schlank. Rank und schlank. Und ich sehe jetzt auch anders aus. Aber bei ihm ist es ja so, die Fotos wurden gemacht 2005. Und dann, ja, das war's dann. Und wenn man heutzutage, ich meine, jetzt haben wir 2021, wenn man noch alte Fotos sieht, das ist einfach ein anderer Fritz Fuchs, finde ich. Bin ich der Meinung. Was haltet ihr davon? Und hier ist es genauso. Es ist ja schön und gut, dass ja, das Logo muss gleich sein und so, aber ich finde das immer sehr langweilig. Da kann man doch auch mal ein anderes Foto. Ich meine, es sah sowieso aus, als wenn es, ja, es ist die letzte Veröffentlichung, da machen wir jetzt eine Lieder-CD draus. Universal, wenn ihr mich zuhört, wenn ihr mir zuhört, ich fand die CD toll und ich finde auch die Hörspiele toll und ich würde mich sehr freuen, wenn es da neue geben würde. Schreibt mir doch mal in die Kommentare oder bei Instagram oder Facebook, ob ihr auch noch Hörspiele von Löwenzahn haben wollen würdet. Schreibt es doch mal. Ja. So. Und dann haben wir hier noch was rumstehen. Das wollte ich euch auch nochmal zeigen. Und zwar, das ist etwas ganz Besonderes. Und zwar aus dem Nachlass von Peter. Nochmal vielen lieben Dank und viele liebe Grüße an Astrid. Ja, ich halte es in Ehren. Und zwar, Peter hatte, ich weiß gar nicht, wann das war, mal einen Pilotfilm gemacht für eine Verkehrssendung, die geplant war für den, ich glaub, Bayerischen Rundfunk. Schwein gehabt hieß das. Das war, ihr kennt sicher alle lieben Löwenzahn, die Knetanimation von Trick 17 zum 25. Geburtstag der Sendung Löwenzahn. Und so in der Art, also Knetanimation, gab es, sollte eigentlich eine Reihe werden von kurzen Filmchen mit Peter als Knetfigur animiert, immer zum Thema Verkehr, damit die Kinder was über den Verkehr lernen. Und so wurde ein Pilotfilm gemacht und den kann man auch im Internet noch gucken, angucken. Schaut mal einfach Schwein gehabt, Peter Lustig, dann findet ihr den. Wenn nicht, schreibt mich an. Und ja, da gab es auch dieses Schwein.
dieses Schwein, das hat Peter dann zu seinem 70. Geburtstag bekommen. Eine Statue mit dem Schwein von Trick 17. Und seither steht es bei mir. Und jetzt wollte ich das mal zeigen. Hier steht es auch mal drauf, das kann man schwer lesen. 70 Jahre Peter Lustig, Schwein gehabt. Made by Katrin Wesel oder Wessel. Das sollte ja eigentlich mit Teil der Peter Lustig Ausstellung werden, die ich eigentlich für 2020 geplant hatte. Ich wollte hier in Berlin eine kleine Ausstellung machen zu Peters Arbeiten abseits von Löwenzahn. Also sein Leben oder seine Arbeiten. Klar, Peter Lustig ist Löwenzahn, kennen wir alle. Aber was die wenigsten kennen, ist seine weiteren Arbeiten. Und darüber wollte ich eine kleine Ausstellung hier machen, mit den Löwenzahn-Latzhosen, mit den Latzhosen von Peter und halt so ein Sachen. Und vielleicht, ich drücke die Daumen, ich hoffe, euch allen geht es gut da draußen. Vielleicht klappt es ja dieses Jahr oder nächstes Jahr. Ich werde es mal schauen. Ne? Würde mich freuen, wenn ich euch dann wiedersehe. Ansonsten, habt ihr denn schon gesehen? Habt ihr gesehen die Folge Seifenkiste? Die letzte neue Folge. Ja, habt ihr sie gesehen? Ich gucke sie ja meistens online, weil 8 Uhr oder so, 8.35 Uhr, das schaffe ich nicht. Ich bin kein Morgenmensch, also habe ich sie mir auf ZDF online, ZDF TV online oder wie auch immer die Seite heißt, habe ich sie mir angeguckt, finde ich auch mal ganz toll. Ich habe sie auch bei uns auf der Webseite verlinkt, dass ihr sie dort angucken könnt. Ganz toller Service vom ZDF. Viele liebe Grüße. Und ja, eine tolle Folge mit Fritz. Ich frage mich bloß so langsam, meine Güte, was hat Fritz nicht gemacht? Also er kann Schlagzeug spielen, er kann Akkordeon spielen, er war da in der Band, er hat mit Schrotti irgendwas gemacht, dann hat er, der ist ja eigentlich als Kind nur unterwegs gewesen. Habe ich so das Gefühl. Seifenkisten, Weltmeisterschaften hat er gemacht. Sehr interessant. Ja, das finde ich, ich fand die Folge sehr informativ. Ich war als Kind habe nie eine Seifenkiste gehabt. Ich hatte mal einen Go-Kart, so ein Cat-Car hieß das Ding. Genau, Cat-Car, aber Seifenkiste kannte ich, also vom Hörensagen und ich fand das immer, ich wollte mir immer gerne eine bauen. Aber bei mir in der Familie war keiner, der irgendwie handwerklich wirklich was gemacht hat. Und meine Mütter, ja, die waren handwerklich gar nicht begabt. Aber ich habe davon immer gehört und gelesen, bei der Mickey Maus war das und so eine Sachen. Ich wollte unbedingt mal eine Seifenkiste fahren. Ja, da hat mir natürlich diese Folge sehr gut gefallen. Mit Fritz Fuchs alten Rivalen sozusagen, der ja wirklich auf die Kacke haut und bei Jasmin, oh, was für ein Schleimer, oder? Ja, aber da fand ich, ich denke mal, das war geschuldet der allgemeinen Lage hier. Ich hätte es schön gefunden, wenn Oma Fuchs ihm dieses Andenken aus seiner Seifenkistenzeit vorbeigebracht hätte. Ja, das ist wahrscheinlich nicht möglich. Ich weiß auch nicht, ob Oma Fuchs, also die Darstellerin, überhaupt noch aktiv ist. Ich hoffe es mal. Ich mochte sie sehr gerne und sende auch viele liebe Grüße dorthin. Ja, aber so war es nun mal. Ich fand es ein bisschen lustig. Er sucht natürlich irgendwas anderes und findet gerade in dem Moment natürlich diesen Koffer mit seinen Sachen. Gut, der Bauwagen ist jetzt nicht so groß. Frag mich sowieso, wo er immer seine ganzen Sachen hinpackt, weil wirklich Schränke hat er ja nicht. Was meint ihr? Jo, also das fand ich interessant. Mit Oma Fuchs wäre es natürlich noch schöner gewesen. Und ich hoffe, sie kommt nächstes Jahr oder dieses Jahr, vielleicht Ende des Jahres, in den Folgen mal wieder vor. Denn ich finde es schön, wenn Fritz eine Geschichte hat, eine Familie hat. Nicht nur Suse. Suse ist auch toll, aber halt noch ein bisschen mehr. Und vielleicht eine Backstory bekommt. Das interessiert mich ja am meisten. Denn ich schreibe ja an Eulenbande.
mein Hörspiel, mein Fanhörspiel zur Kindheit von Fritz Fuchs. Und da sind so eine Sachen natürlich immer sehr interessant, wenn wir erfahren, was er denn so gemacht hat in seiner Kindheit. Ja, also Seifenkistenrennen und ja, eine sehr informative Folge, auch das, warum das Ding überhaupt eine Seifenkiste hieß, das wusste ich auch nicht. Ich konnte es mir vielleicht denken, aber so richtig wusste ich es nicht. Und ein bisschen schade finde ich ja, diese heutigen Sachen, natürlich ist das alles genormt und die sehen alle gleich aus und oh, da finde ich, es gibt nämlich, habe ich recherchiert, so auch noch richtige Rennen hier in Berlin, also wenn man dann wieder darf. Es gab bisher. Und dann gab es aber auch so eine Fun-Rennen, so Spaß an der Freude, wo man auch, da ging es nicht um die Schnelligkeit, sondern es ging um witzige Kisten. Genauso wie dieses, wo man so Fluggeräte baut aus verschiedenen Sachen, die sollen einfach lustig aussehen und dann über eine Rampe in einen See fährt. So eine ähnliche Sache gab es auch beim Seifenkistenrennen. Also da haben sie dann zugelassen, dass die müssen nicht alle genormt und windschnittig sein, sondern da sollte man einfach seiner Fantasie freien Lauf lassen und irgendein lustiges Gerät zusammenbauen. Und dann wurde einfach, ging es darum, wer sieht am schönsten aus, da gab es auch eine Wertung von und das finde ich viel interessanter. Also klar gibt's tolle Seifenkisten und Leute, die das ergonomisch oder keine Ahnung, windschnittig bauen und damit super, das ist aber schon wieder, das ist mir schon zu viel Ernsthaftigkeit. Wer das machen will, soll es machen, alles toll, aber für mich persönlich, ich bin immer so ein Kreativer und ich finde es eher schöner, wenn man dann, wenn die nicht alle gleich aussehen, sondern oh, der eine baut es so und der andere so. Und das finde ich interessanter. Ne? Jo, also Seifenkisten kann ich sehr empfehlen. Die Folge hat mir sehr gut gefallen. Und ich war etwas verwirrt. Jetzt stand hier Archäologie. Lebten einmal Wikinger in Bärstadt vorab. Und vorab heißt für mich eigentlich immer, okay, das ist eine neue Folge, die kann man jetzt vorab sehen. Ja, nein, jetzt. Wikinger an Bärstadt, war doch mal was, Archäologie, das kommt mir noch bekannt vor. Jetzt dachte ich, okay, sie haben das Thema nochmal neu aufgegriffen. Hätte ja auch gepasst mit der Angstfolge. Angst, hieß das Angst, ich glaube. Moment, muss ich gleich mal nachschauen. Spinne, Echsen, Papier, Graffiti, wo ist es? Schlüssel, Lampenfieber, Lux. Lux lief mal wieder. Habt ihr mich gesehen? Habt ihr die Folge Lux gesehen? Und habt ihr mich gesehen am Kiosk demonstrieren? Nein, nein, nein. Ich sage nein. Nein, nein, nein. Das war so, oh. Glaubt ihr, mir ist was Besseres eingefallen? Nein. Heutzutage, wenn ich es sehe, denke ich mir, ey, hättest du was anderes gesagt. Aber naja, so ist das. War ja auch Gruseln, hieß die Folge. Gänsehaut garantiert. Die Folge hat mir nicht so gut gefallen, obwohl ich das Zusammenspiel von Herrn Klute und Fritz sehr mochte. Aber ich mochte nicht die Platzwarten. Das mochte ich nicht. Also wer die Folge noch nicht geguckt hat, ich will nicht spoilern, dann guckt euch die an. Okay, aber für mich war schon nach den, also wo Fritz sie getroffen hat, war mir schon klar, worum es geht, also wo wir hinwollen. Und das war unnötig. Ich finde, man hätte einfach weniger reden sollen und sie hätte weniger erzählen sollen und dann wäre das nicht so klar gewesen. Aber da man mit der Nase drauf gestuckt wird, von wegen, ja, ich möchte das nicht genau sagen. Für die Leute, die es noch nicht gesehen haben. Ah, ja. Also Gruseln war das, ja. Und da hätte es gepasst, jetzt Archäologie, dass sie das Thema nochmal aufgreifen, weil sie ja erzählt hat von wegen Wikinger und ihr Urgroßvater und so eine Sachen. Aber ich habe mich gewundert und dann guckte ich nach und dachte mir, ach nein, das ist also die nächste Folge, die im ZDF läuft, die jetzt nochmal online zu sehen ist. Vorab. Die war ja vorab schon zu sehen. Ja, gut. Das war soweit zu der neuen Folge. Wie hat es euch gefallen? Schreibt es mir in die Kommentare oder per Facebook eine Nachricht. Ich würde mich freuen, von euch zu hören.
wie gesagt, ich fand sie ganz toll. Also Seifenkisten hat mir richtig gut gefallen. Auch der Gegenspieler, den fand ich gut. Und das Zusammenspiel mit Yasemin, finde ich ja sowieso gut, wenn sie dabei ist. Das lockert das Ganze ziemlich auf. Und jetzt haben wir den 21. Das heißt, die nächste neue Folge kommt am 7.2. und heißt Tarnung, das Phantom im Wald. Da bin ich immer gespannt. Eine Waldfolge wieder. Tarnung, das Phantom im Wald. Vielleicht geht es um Eulen. Weil Phantom im Wald. Eulen können sich gut tarnen. Vielleicht. Ich habe noch nicht gelesen, worum es geht. Ich lasse mich immer gerne überraschen. Und lese dann später, worum es, also den eigentlichen Text. Und ich bin gespannt. Danach gibt es dann am 14.02. wieder eine neue Folge Mäuse, heimlicher Besuch. Da wird wohl heimlicher Besuch. Es wird wahrscheinlich nicht im Bauwagen sein. Vielleicht ist David Paschulke ja dabei und bei dem sind Mäuse im Haus. Mal schauen. Also weil sonst würde ja stehen heimlicher Besuch im Bauwagen, würde ich sagen. Ich glaube nicht, dass die Mäuse im Bauwagen sind. Ich glaube eher, die sind halt bei Paschulke. Vielleicht ist das Haus, ist ja jetzt ein Ferienhaus, das ab und zu mal vermietet wird, wie wir wissen. Und ich denke mal, vielleicht ist David da und bei dem sind die Mäuse im Haus. Und er versucht dann, wie kriegt man sie weg? Das würde eben mein Tipp. Ich habe es noch nicht gelesen, ihr könnt es gerne nachlesen. Ist alles schon online, auf diversen Seiten. Ich möchte mich da überraschen lassen. Also, denkt dran, 7.2. nächste neue Folge Tarnung, das Phantom im Wald. Und dann am 14., eine Woche später, Mäuse, heimlicher Besuch. Das Ganze, finde ich lustig, ist im Kika. Nicht im ZDF. Vielleicht gab es da auch noch mal eine Änderung. Ich muss mal gucken. Moment. Das ist ja mit dem TV-Termin so, wir bekommen die zwar vom ZDF, aber derjenige, der das einfliegt, muss ja auch die Zeit dazu haben. Und das war dieses Mal etwas weniger so. So, ja. 7.2. genau, im Kika. Schauen wir mal. Ja, genau. Genau, also, 14. genau, also, 7.2. um 11.05 Uhr im Kika, Tarnung, und dann am 14.2. aber um 8.35 Uhr im ZDF, Achtung, ne? Nicht, dass ihr dann am 7.2. im ZDF einschaltet und dann seht ihr da Internet, die Jagd im Netz. Da, zu der Folge, da muss ich mal beim Studio TV nachhaken. Da gibt es vielleicht etwas, was man berichten könnte. Ich muss mal schauen. Mal gucken. Also zu Internet. Es würde passen. Mal schauen. Ich kann noch nichts verraten. Ich muss das erstmal recherchieren. Jo. Ansonsten, ich hoffe, euch geht's gut. Wie geht's? Was macht ihr so? Müsst ihr zu Hause sein? Ich bin zurzeit auch zu Hause und darf nicht arbeiten. Jo. Und wie ist es bei euch? Müsst ihr arbeiten? Seid ihr irgendwie Einzelhandel oder seid ihr Krankenschwester oder Kita? Die mussten ja auch arbeiten, alle durchgängig. Wie ist es denn? Schreibt mir doch mal. Habt ihr Corona gehabt? Geht es euch besser? Geht es euch gut? Wie geht es euch damit? Ihr wisst ja, ich hatte Corona und bin froh, dass es mir jetzt besser geht. Und hatte auch einige Fälle in der näheren Umgebung von mir sozusagen. Gott sei Dank, meiner Familie geht's gut. Jo. Wie geht's euch? Seid ihr zu Hause? Habt ihr Online-Unterricht? Mein Sohn zum Beispiel, der hat keinen Online-Unterricht, das kriegt die Schule nicht gebacken. Also richtig so mit Videokonferenzen und so eine Sachen, sondern der kriegt halt nur Hausaufgaben. Und meine Tochter, die hat jeden Tag Online-Unterricht mit. Also richtig Anwesenheit mit Kamera und ganzen Pipapo und muss da jeden Tag auch Sport vor der Kamera machen und so eine Sachen und kriegt einen Haufen Hausaufgaben. Wie ist denn das bei euch?
Es ist ja wirklich ganz unterschiedlich. Es gibt welche, die da müssen die Kinder zur Schule ihre Hausaufgaben abgeben und so ein Kram. Also ganz komische Sachen. Wie ist es bei euch? Ich würde mich mal interessieren. Wir haben ja eine deutschlandweite Community und da würde mich interessieren, wie das bei euch ist. Ja. Schreibt es mir. Bitte. Jo, ansonsten tut mir doch mal einen Riesengefallen. Ich weiß, wir sind ein ganz kleiner Kanal und es gab in letzter Zeit wenig Videos. Aber ihr könnt mir helfen. Ihr könnt mir helfen, indem ihr mir sagt, Themen vorschlagt, was für Videos ich machen könnte. Ich habe im Augenblick das Problem, ja, ich habe nicht so viele Themen, wo ich denke, das lohnt sich, ein Video zu machen. Aber kann ja sein, dass etwas von euch, dass jemand sagt, ey Mensch, das würde mich interessieren oder mach doch mal darüber. Jetzt Drehort besuchen ist gerade ein bisschen schwierig, aber vielleicht habt ihr eine Idee. Was Löwenzahn relevant ist, schreibt es mir. Schreibt es mir als sascha@löwenzahnfanclub.de oder halt hier in die Kommentare oder per Facebook oder so eine Sachen. Schreibt mir bitte. Dann kann ich neue Videos machen. Dann kommt auch wieder regelmäßig Videos. Ansonsten, wer sich gerne inspirieren lassen will für Bücher, ich habe ja noch einen zweiten Kanal, creativevalley.de, auf meiner Seite www.creativevalley.de, da findet ihr auch noch Videos von mir, so Bastelvideos, die nichts mit Löwenzahn zu tun haben. Und da ab und zu wird auch mal was gepostet bei uns, bei mir auf der Facebook-Seite, also nicht wundern, oder bei uns auch irgendwie im YouTube-Kanal. Das ist eine Seite, die mache ich. Das ist halt noch abseits von Löwenzahn. Und es würde mich freuen, wenn ihr das Ganze abonnieren könntet, wenn ihr Interesse dran habt. Da sind wir noch am Ausbauen, weil es gibt verschiedene Themen. Wir haben Unboxing. Ich stelle in der Bücherecke Bücher vor, Kinderbücher, Hörspiele, dann aufgedeckt, ausgeheckt, da stelle ich Sachen vor, die mich interessieren, also Leute, Orte oder auch Produkte. Jo, dann gibt es halt Spaß am Dienstag, das ist unser Puppenstudio hier mit meinen Handpuppen, so eine Sachen. Und dann Clown Saschis Wunderwelt, gibt es so eine Kinderserie über einen Clown aus der Nachbarschaft, der halt mit den Kindern zusammen Abenteuer erlebt. Das ist so mein Hobby. Und vielleicht ist da was für den einen oder anderen dabei. Und ich würde mich freuen, wenn ihr mich unterstützen könntet und mir ein Like da lasst. Vielleicht abonniert ihr den Kanal. Aber ganz sicher bitte für alle, die das hier sehen. Es wäre schön, wenn ihr mir Themenvorschläge jetzt gerade zum Thema Löwenzahn zukommen lassen wollt, könntet. Und abonniert den Kanal. Weil nur wenn der abonniert wird und wenn ich sehe, es passiert hier was, dann hilft es mir weiter. Ne? Und ich hoffe und ich merke es ja ab und zu bei den Kommentaren oder E-Mails, die ich bekomme, dass der Löwenzahn Fanclub noch Leute interessiert. Es ist weniger geworden an Infos, an Feedback. Ja, ich würde mich freuen, wenn ihr uns ein Like da lasst, wenn ihr den Kanal abonniert. Und falls ihr Interesse habt, schaut mal vorbei. Creative Valley gibt ihr bei YouTube ein. Dann findet ihr auch unseren Kanal. Und vielleicht ist das was für euch. Vielleicht ist es auch nichts für euch. Wie ihr wollt, schaut einfach mal rein. Und ich würde mich freuen, wenn ihr mich unterstützen würdet, indem ihr ein Like da lasst, abonnieren und die Glocke drücken. Dann kriegt ihr immer die neuesten Meldungen für neueste Videos. Ne? Okay. Na dann, bis zum nächsten Mal. Ich werde jetzt noch ein bisschen Hörspiel hören. Bis dann. Tschüss, tschüss. Abschalten. Ich drehe noch eine Runde. Tschüss.